Ich habe das Gefühl, dass die von da drüben kommen. Ach, Siste. Kommen sie auch. Wie komme ich denn da hoch? Anscheinend gar nicht. Oh, oh. Wie bitte? Ich war ziemlich weit vor ihm. Aber gut. Muss es selber wissen. Autsch. Nur. Mhm. Ist klar. Ich denn eigentlich von hier? Das ist so geil. Ich muss mal eben versuchen, das da hinten irgendwie zu treffen. Wenn möglich. Das nicht funktioniert. Scheiße. Kann ich das vielleicht so irgendwie kaputt machen? Wenn ich nur lang genug drauf. Ja. Anscheinend nicht. Komm ich denn da hoch, bitte? Kann mir das mal jemand erklären? Ich wüsste es gern. Komme ich vielleicht hier hinten lang? Nö. Ich habe folgendes Problem. Ich bin eigentlich tot. Das ist mein Problem. Lass mich doch mal in Ruhe, Mensch. Der Endkampf, der geht mir ziemlich auf den Keks hier. Ich gehe mal stark davon aus, dass es der Endkampf ist. Weil ich nicht weiß, was ich gegen ihn tun soll, weil ich eigentlich tot bin. Und ich mir sicher bin, dass das hier alles von vorne anfängt, wenn ich sterbe. Nämlich jetzt. Natürlich. Das war mir ja klar. Nein! Nein, 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 nein. Vergiss es. Vergiss es, vergiss es. Ich muss jetzt erstmal hier weg. Nein! Mann, bist du das Wahnsinn, so dumme Kuh. Ich muss ihn erstmal von dort weglocken, damit ich hier wegkomme. Oder wo? Ja. Immerhin ist das kaputt. Komm nur her. Das Herz. So, ich versuche mal, das hier mitzunehmen und hoffe auf Leben. Nein, das geht nicht. Obwohl, es geht schon. Nur genau. Ist ja nicht so, dass ich direkt in dem Ding drin stand und es hätte töten können. Ich hab's geschafft, danke. So. Folgendes, das hätte ich gern. Das ist ungünstig, das ist ungünstig. Man hat eigentlich gar keine Chance, wegzukommen. Rein zufällig, ne? Also. Irgendwie hat es gerade nicht geschafft, mich zu essen, aber gut.
Nu. Mhm, genau. Kotzt mich ja gar nicht an, ne? Du kannst aufhören, mich zu essen. Das bringt mir gerade überhaupt nichts. Ich hoffe, dass ich irgendeine Chance habe, den irgendwie down zu kriegen, ohne dass er mich frisst. Also jetzt darf ich eigentlich nicht mehr sterben, weil sonst habe ich jetzt verkackt. Zumindest die Kleinen kommen jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich tun soll gegen ihn. Das ist ja schön, dass du hier so stehst, ne? Kann ich den vielleicht so treffen? Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach. Ich habe nämlich gerade keine andere Möglichkeit mehr. Wo ist denn der? Immer noch da unten? Ja. Gut. Immerhin. Probieren wir es einfach mal. Ich glaube, jetzt hat er schlechte Laune. Treffe ich ihn überhaupt? Ich hoffe es die ganze Zeit. Hm, was macht ihr so in eurer Freizeit? Wenn ihr fast tot seid. Keine andere Möglichkeit mehr habt, irgendwie gegen den Gegner zu kämpfen. Also, wenn er mich auch nur einmal mit irgendwas trifft, bin ich tot. Und dann darf ich wieder von vorne anfangen, worauf ich echt nicht viel Bock und Lust habe. Auch das vor allem geil. Ja. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwas bringt und dass ich ihn auch treffe. Aber ich habe das dumme Gefühl, dass es nicht so ist. Das hat sich aber gerade danach angehört. Hey yo, alles klar bei dir? Hm, das funktioniert nicht. Uiuiui, jetzt kommt er langsam näher. Jetzt steht er wieder in der Ecke, oder? Ja. Ja, ich weiß, das ist jetzt bestimmt ziemlich langweilig, aber noch langweiliger wäre es, wenn ich immer wieder von vorne anfange. Darauf bin ich echt nicht scharf. Warum geht das denn nicht kaputt? Komm schon. Irgendwie muss das doch was bringen. Mensch, ich bin so gut wie tot. Wenn ich wenigstens mal sehen könnte, wie viele von seinen Köpfen noch übrig sind, das sind ziemlich viele. Aber so wie es aussieht, da ist ziemlich viel Schmatter um ihn rum. Also anscheinend muss ich ihn doch irgendwie treffen, oder? Ich hoffe es. Ich hoffe es wirklich. Der darf mich auf keinen Fall durch das treffen, sonst bin ich Geschichte. Oh Mann. Oh. Ich hoffe, dass das irgendwann mal was bringt. Weil sonst war's das. Ich überlege schon, ob ich das vielleicht, vielleicht offscreen machen soll. Ich weiß nicht, ob er jetzt irgendwann mal sterben wird. Was nicht danach aussieht.
Was mache ich nur mit dir? Was mache ich mit dir? Hui. Und mit dem anderen kann ich nicht auf ihn schießen, weil ich nicht so tief zielen kann, dummerweise. Das ist natürlich recht doof. Natürlich, er hat mich getroffen. Leute, das war's fürs Erste davon. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehmen werde, wie ich dieses Monster besiege und die anderen. Ich werde es sehen. Wahrscheinlich werde ich es nicht aufnehmen, weil ich 100.000 Versuche dafür brauche. Aber trotzdem, ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, was ich mit der Kröte machen werde danach. Ich hoffe, das wird dann nicht nur noch schlimmer werden. Aber okay. Bis dahin und tschüssi. Halli, hallo Freunde und willkommen zurück zu Alice. Ja, wie man sieht, ich hab's geschafft. Der Gong liegt frei und hier sind nirgendwo mehr Gegner. Ich habe alles beseitigt nach 3 Versuchen. Es war sehr hart. Übrigens habe ich jetzt wieder volles Leben, also nicht wundern. Weil der große Typi ziemlich viel Herzen hat fallen lassen, also Rosen. Ich weiß jetzt nur nicht genau, wie ich den Gong schlagen soll, weil genau das muss ich tun. Ich überlege gerade. Oh, ein Herz! Das Rosending, das ich nicht mehr brauche. Ich hätte ja eine Idee, ne? Was passiert, wenn ich das hier mache? Nichts. Ja, wie schlage ich den Gong denn bitte? Hat vielleicht jemand eine Idee? Hallo? An die Kröte komme ich ja selber gar nicht ran. Nee, da so weit runter wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Ich versuche mal den hier. Vielleicht geht das. Ich komme ja nicht mehr so hoch. Moment. Ich komme immer noch nicht so hoch. Was ist denn das? Ich glaube, so kann ich den Gong nicht läuten. Habe aber auch keine Idee, wie ich den... Davon wusste ich allerdings nichts. Ja gut. Da seid ihr wenigstens dabei, wenn ich was Neues finde. Yay! Gibt's auf jeden Fall eine Flasche. Und einen Sprungpilz, der mich wohin führt. Aha. Aha! Aha, aha, aha. Ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst. Naja gut. Naja gut. Schlage ich jetzt den Gong, oder? Ja! Oh, okay. Ist ja mal was ganz Neues. Ja gut, dann hätte sich das erledigt für dieses Mal. Und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Ich wollte nur, dass ihr nochmal seht, dass ich das hier gepackt habe. Ja, ich habe das wirklich selber gemacht. Ich habe niemanden dafür bezahlt oder so. Und ja, der Frosch ist wach und wir können hier durch. Beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüssi.